Zu den markantesten deutschen Elektrotriebfahrzeugen gehören die schweren Güterzugloks der Gattung E91, die spätere Baureihe 191. Der hohe Wiedererkennungswert der ab 1925 von Krauss und Wasser gelieferten Loks ergibt sich durch zwei angetriebene Fahrzeugteile und dem dazwischen gelagerten Mittelteil. 1925 wurden 30 Fahrzeuge bestellt. Zwei Jahre später folgten 12 weitere Exemplare, welche sich sowohl in optischer als auch in technischer Hinsicht leicht von ihren Vorgängern unterscheiden. Zunächst in Bayern und Schlesien beheimatet, wurden die Lokomotiven der Baureihe 191 nach einer Umverteilung im Jahr 1930 auch von Stuttgart und Ulm aus eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die in der DDR verbliebenen Fahrzeuge nicht mehr zum Einsatz. Demgegenüber modernisierte die Deutsche Bundesbahn 17 Exemplare und setzte sie als Baureihe 191 noch bis 1975 ein. Pico hat die unvergleichliche E91.9 perfekt eingefangen und in den Maßstab 1:160 transferiert. Die konstruktive Symbiose aus hervorragender Modellumsetzung und ausgezeichneten Fahreigenschaften zeichnet die Neuentwicklung aus. Optisch überzeugt das Modell durch die scharfen Gravuren des Gehäuses, gepaart mit einer hochfeinen Bedruckung. Abgerundet wird der äußere Eindruck durch die filigranen Stromabnehmer und den vollständig ausgestalteten Dachgarten. Alle Leitungen wurden freistehend ausgeführt und sind vorbildgerecht auf Nachbildungen der Isolatoren montiert. Einen weiteren Blickfang bildet das Fahrwerk mit seinem hohen Detaillierungsgrad. Zur exakten Nachbildung der Pufferbohle liegen Zurüstteile bei. Dabei folgt die Lok erprobten Konstruktionsprinzipien. Ein im Mittelteil gelagerter Motor ist über Kardanwellen und Schnecken mit den beiden äußeren Achsen und den Blindwellen verbunden. Durch die Kuppelstangen erfolgt der Antrieb auf die vier weiteren Achsen. Ein Haftreifen erhöht die Zugkraft der Lokomotive. Das Modell verfügt über einen Lichtwechsel in moderner LED-Technik mit roter Schlussbeleuchtung. Als zusätzliche Beleuchtungsfunktionen können Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung geschaltet werden. Hierfür besitzt die Lok auf der zentralen Platine eine Next-18-Schnittstelle, mit welcher die Nachrüstung eines Digitaldecoders zum Kinderspiel wird. In der Sonderausführung verfügt die Baureihe 191 von Pico bereits ab Werk über einen Pico Smart Decoder XP5.1 inklusive Pico Train Sound on Board. Mit der Baureihe 191 setzt Pico die Messlatte der Detailgestaltung in der Baugröße N erneut etwas höher, wovon gerade ein markantes und spannendes Vorbild wie dieser Elektrolok Saurier enorm profitiert.